Spazieren gehen, das klingt ein bisschen trutschig, altbacken, aber doch ja, gemütlich. Ist es aber längst nicht mehr. Nix da mit dem Taita-Gehen unserer seligen Kindertage. Heute wird entweder kernig gewandert oder eben gehetzt, zum Beispiel durch den Park in und durch das Braunschweiger Gerd Hoffmann Memorial Shopping Schloss, das ein Ex-Oberbürgermeister unseligen Gedenkens sich zu Ehren den Bürgern zum Konsumieren vermachte. Und dann rein in das Getümmel des ganz normalen urbanen Irrsinns. Aber halt, gleich vor dem Disney-Schloss wird noch ganz und gar herkömmlich demonstriert. Wogegen? Gegen das Spazierengehen. Diesen nach guter alter Zeit klingenden Begriff hat sich kürzlich nämlich eine selbsternannte Bewegung besorgter Bürger einverleibt. Und diese bewegt wabernde Masse von rund 60 Spaziergängern geht nur ein paar Schritte weiter spazieren. Nein, sie geht nicht spazieren, sie marschiert mehr oder weniger stramm für ihre Freiheit oder das, was darunter eine merkwürdige Mischung aus Alt- und Neonazis, Menschen aller möglichen und unmöglichen esoterischen Glaubensrichtungen und solchen, die zwar nicht wissen, wofür oder wogegen sie eigentlich sind, versteht oder eigentlich eher weniger versteht. Das aber auf jeden Fall. Was soll's, ich geh dann mal ganz und gar von jeglicher Ideologie verschont spazieren. Tschüss, ihr und euer Jos van Hagen.